Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Ihr seht, das ist schon Herbst bei uns. Also wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich wieder Sommer. Trotzdem, bei uns ist gerade Herbst. Das sieht man, die Sonne ist gar nicht da. Wir wollen heute mal diesen Gin probieren. Jetzt habt ihr so schnell gucken müssen, was das ist. Ich rupfe den jetzt einfach auf. Und dann schenkt mal den ein. Der Plan ist, wir probieren einfach blind. Jetzt klebt schon die ganze Pfote. Was ist denn das für ein billiger Deckel, Hannes? Da ist nicht mal ein Gewinde dran. Das ist, als hätte den einer einfach so da oben drauf gelegen. Also das, guckt, was dieser Deckel, der ist auf jeden Fall. Ach, das riecht aber süß wie ein schöner Mandarinsaft. Das ist Gin mit 40%. Wir packen uns jetzt erstmal hier in das Berliner Luftgläschen. 2 Zentiliter. Und man darf es ja nicht übertreiben. Gut. Soll ich dir deinen einschenken oder willst du selbst? Bist du der Hannes? Machst du das selber? Danach müssen wir den nämlich mal richtig zeigen in die Kamera und mal vorlesen, wie der heißt und mal vorlesen, was da hinten drauf steht. Da ist nämlich ganz viel Text. Aber erstmal müssen wir den Geschmack wahrnehmen. Nicht zu lange zeigen. Es darf keiner sehen und wissen. Puh, nochmal Glück gehabt. Stößt man damit an? Ja. Das kippt man jetzt hinter. Sieht aus wie Wasser. Gin, Gin. Wow. Der ist ja richtig mild im Abgang. Ah. Was ist er sonst noch? Mild einfach, der ist richtig angenehm. Angenehm. Zum Runterspülen. Zum Runterspülen. Einen leichten Anis-Geschmack hat der, glaube ich, drin. Okay. Oh. Aber... Ich merke das Sodbrennen jetzt schon. Ich werde immer scharf essen, kein Problem. Bier trinken, kein Problem. Schnaps, direkt Sodbrennen. Scharf essen und Bier, Sodbrennen. Wir machen mal kurz die Flasche zu. Wollt euch das jetzt mal zeigen, was das hier ist. Da ist nämlich hier oben steht Bud. Da ist ein Bud und da steht Spencer. Hier seht ihr Bud Spencer. Das ist Thumbnail so. Genau, hier seht ihr Bud Spencer mit dem Hut, mit einer Melone, mit einer Zigarre, mit dem Stock und da steht Bud Gin. 2 Fäuste für Dry Gin bei Josef Bavarian Gin, 40%. Das ist, wir haben heute noch nichts getrunken, außer beim Raid ein Bier. Ich rede so, weil ich halt so bin, durch den Gin. Wollen wir mal vorlesen, was hinten drauf steht. Aber erstmal muss ich euch doch nochmal, guckt nochmal auf die Flasche. Guckt nochmal auf die Flasche, Bud Gin, 2 Fäuste für Dry Gin, 40%. Da steht ganz viel Text, den wollen wir jetzt mal vorlesen, denn wir wollen, während Hannes da ist, der ist jetzt eine Woche da, das irgendwie leeren und da muss man den am ersten Tag natürlich öffnen. Bud Gin, absolut Kult, dieser Gin von Bud Spencer und Josef Gin. Josef Gin ist auf jeden Fall ein lustiger Name. Jetzt mischt die Legende Bud Spencer zusammen mit seinem neuen Partner Josef Gin die gesamte Gin-Welt auf. Dabei trifft der Kult Gin auf den Kultklopfer Bud Spencer, der mit seinen schlagfertigen Sprüchen und Fausthieben viele Menschen in unzähligen Filmstreifen seit Jahrzehnten begeistert. Für den durchschlagenden Geschmack haben wir neben Bud Spencer noch andere berühmte und bekannte Schauspieler gewonnen. Wacholder, Zitrone, Hopfen und viele mehr. Zusammen machen sie diesen Gin zu einem echten Genuss-Blockbuster. Als Regisseur sorgt die Landenhammer Destillerie mit ihren jungen Destillateuren und den traditionellen Kupferbrennblasen für das perfekte Zusammenspiel und liefert Gin-Highlights Schlag auf Schlag. Alles, was sie noch tun müssen, ist zuschlagen. Das wollen wir jetzt mal machen, deswegen will Hannes sich noch mal einen einschenken. Jo. Warte, Hannes, ich schenke deinen ein, du schenkst meinen ein, damit es noch hier ein bisschen Abwechslung kriegt. Jo, Egler. Hier deins, hier meins, da freue ich mich. Der brennt nicht, oder was, wenn man den anzündet, weil das 40 sind. Ab wann brennt's denn? Ab wie viel Scoville? Aber ich meine, für den Preis ist der wirklich super. Also,
Top-Qualität. Wie viel hat er denn gekostet? Jetzt ist mir sogar schon die Kapuze vom Kopf gefallen, vor lauter Begeisterung. 34 Euro und ein paar zerquetschte. Hab meine Mütze vergessen. 34 Euro jo. Für eine Flasche Gin. Ich kenne mich mit Gin nicht aus. Ich würde sagen, dafür, dass ich direkt Sodbrennen krieg, für 34 Euro ist mir das zu teuer und der Effekt ist nicht da. Gin, da trinke ich lieber für 20 Euro einen Kasten Bier und kriege einen Bierbauch und sehe lustig aus. Ansonsten würde ich sagen, seid ihr Gin-Fans? Schreibt es mal in die Kommentare. Trinkt ihr gerne Gin oder seid ihr so Rum-Menschen oder Whisky-Bauern oder was seid ihr? Schreibt es mal rein. Ich bin eher so der Biertrinker. Das ist jetzt was, was man genießen muss. Ihr seht ja, das ja. Genussgesicht ist da. Seid ihr Bud Spencer-Fans? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich will den ja gerne im Mund behalten, aber dann kriege ich so einen Würgreiz und wenn ich den runterschluck, kommt aber auch der Würgreiz. Das ist, weiß ich nicht. Der hat eine ganz schöne Schlagkraft. Wenn ihr das kennt, schreibt's rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.